Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit habe ich immer wieder festgestellt, dass es im Rahmen von Übungsaufgaben immer wieder zu Problemen im Zusammenhang mit der Berechnung von Nettobeträgen, Bruttobeträgen und der Umsatzsteuer kommt. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, heute einmal ein Video dazu zu machen. Starten wir zuerst einmal mit der Begriffsabgrenzung zwischen Nettobetrag, Bruttobetrag und der Umsatzsteuer. Der Nettobetrag ist immer jener Betrag, der für ein Gut bzw. eine Ware bezahlt wird, ohne Berücksichtigung der Steuern. Das heißt, der Nettobetrag ist immer jener Betrag ohne Umsatzsteuer. Der Bruttobetrag, dem hingegen ist dann eben der Nettobetrag zuzüglich, also inklusive der Umsatzsteuer, also mit Umsatzsteuer. Und die Umsatzsteuer dementsprechend ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem Bruttobetrag und dem Nettobetrag. Das heißt, wenn Sie dann im Rahmen der Verbuchung eines Geschäftsfalles die Begrifflichkeit Nettobetrag und Bruttobetrag oder eben auch die Umsatzsteuer haben, müssen Sie immer diese drei Beträge errechnen, um dann in weiterer Folge die Verbuchung auch durchführen zu können. Und hier finden Sie dann in den Übungsaufgaben in den Schulen oder im Studium auch unterschiedliche Angaben, weil in den meisten Fällen haben Sie eben nicht alle drei Beträge angegeben, sondern müssen mindestens einen dieser Beträge errechnen. Und hier finden Sie dann beispielsweise eben nur den Bruttobetrag gegeben, also beispielsweise die Angabe, das Unternehmen XY kauft Waren für Bruttobetrag X. Und dann haben Sie dementsprechend die Herausforderung, einerseits einmal den Nettobetrag auszurechnen und auf der anderen Seite die Umsatzsteuer auszurechnen. Und hierfür können Sie immer dieselbe Formel verwenden. Sie müssen sich nur überlegen, was sind die 100 plus Prozent und was sind immer die 100 Prozent. Das heißt, wenn wir hier eben den Bruttobetrag gegeben haben und wir wollen den Nettobetrag ausrechnen, dann müssen wir dementsprechend immer diesen Bruttobetrag nehmen, also und wir wissen ja, der Bruttobetrag ist 100 plus Prozent, weil wir wissen, der Bruttobetrag beinhaltet die Umsatzsteuer. Das heißt, wenn wir jetzt Beispiel Österreich verwenden mit 20% Umsatzsteuer oder in Deutschland beispielsweise die 19%, dann wissen wir, dass der Bruttobetrag 120% ist. Das heißt, wir müssen diesen Bruttobetrag mit 100 multiplizieren und dann durch die 120 dividieren. Und dann kommen wir immer wieder auf den Nettobetrag. Und wenn wir dann den Nettobetrag und den Bruttobetrag haben, ist ein einfaches, die Umsatzsteuer rauszurechnen. Das heißt, wir brauchen dann hier wiederum nur Bruttobetrag minus dem Nettobetrag, so kommen wir dann zur Umsatzsteuer. So, und wie kommen wir dann zum Bruttobetrag? Also auch hier gibt es dann wieder unterschiedliche Aufgabenstellungen, die wir im Rahmen der Lehrbücher vorfinden. So kann es sein, dass einerseits eben nur der Nettobetrag gegeben ist und Sie einfach wissen müssen, okay,
Da kommt eine Umsatzsteuer von Hausnummer 20% drauf. Und wenn Sie das dann wissen, dann müssen Sie einfach nur den Nettobetrag mit 1,2, wenn wir jetzt 20% Umsatzsteuer haben, mal 1,2 multiplizieren. Dann gelangen Sie zum Bruttobetrag. Alternativ können Sie hier natürlich auch hergehen und diesen Nettobetrag mit mal 120 dividiert durch 100, dann kommen Sie dementsprechend eben auch wiederum auf diesen Bruttobetrag. Also wichtig ist hier in diesem Zusammenhang immer überlegen, was sind die 100% und was sind die 100+%. Im Regelfall ist es so, dass der Bruttobetrag immer die 100+% sind und der Nettobetrag die 100%. Und wenn Sie diese beiden Formeln wissen, beziehungsweise diese drei Formeln, also auch, dass sich die Umsatzsteuer aus dem Brutto minus dem Nettobetrag ergibt, dann sind Sie zumindest von den Beträgen her im Rahmen der Verbuchung schon einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Natürlich gibt es dann eben auch noch Angaben, wo bereits der Bruttobetrag gegeben ist und die Umsatzsteuer gegeben ist, der Nettobetrag gegeben ist und die Umsatzsteuer, dann müssen Sie einfach den Nettobetrag und die Umsatzsteuer summieren, dann gelangen Sie ebenfalls wieder zum Bruttobetrag. Und wenn der Bruttobetrag gegeben ist und die Umsatzsteuer gegeben ist, dann müssen Sie einfach die Umsatzsteuer vom Bruttobetrag abziehen und gelangen dann so wiederum zum Nettobetrag. Vielleicht noch zu ein, zwei Begrifflichkeiten, welche wir im Zusammenhang mit den Geschäftsfällen auch immer wieder vorfinden. So kann es hier sein, dass jetzt zum Beispiel nicht netto gegeben ist, sondern dass hier steht, der Einkaufspreis exklusive Umsatzsteuer. Und wenn das dabei steht, wissen Sie eben auch, Sie müssen die Umsatzsteuer noch hinzuzählen. Oder alternativ könnte auch noch hier stehen, also ZZGL, Umsatzsteuer, also zuzüglich Umsatzsteuer, und auch hier wissen Sie dann, dass es sich hierbei um einen Nettobetrag handelt und dass Sie eben die Umsatzsteuer dann in weiterer Folge noch hinzuzählen müssen. Und alternativ könnte hier beim Bruttobetrag eben auch häufig noch stehen, also mit Umsatzsteuer steht relativ selten dabei, hier könnte eventuell dabei stehen, inklusive Umsatzsteuer. Okay, ja, so viel einmal zur Berechnung der jeweiligen Beträge, also des Nettobetrages, des Bruttobetrages und des Umsatzsteuer. Vielleicht abschließend noch ein kurzer Tipp zum Lernen. Um Geschäftsfälle im Rahmen der Klausur oder von Übungsaufgaben lösen zu können, empfiehlt es sich wirklich, die Umsatzsteuersätze Ihres jeweiligen Landes zu kennen. Also was unterliegt dem vollen Steuersatz, also in welcher Höhe ist dieser volle Steuersatz und was unterliegt dem ermäßigten Steuersatz, also beispielsweise in Österreich, was unterliegt den 20% oder was unterliegt beispielsweise den 10%. Und das müssen Sie bei einigen Übungsaufgaben auch selbst wissen, da Sie letztendlich entweder nur den Nettobetrag oder den Bruttobetrag angegeben haben. Und wenn Sie dann nicht wissen, ob Sie eben im Rahmen der Umsatzsteuer 10% oder 20% beispielsweise oder 19% in Deutschland berücksichtigen müssen, dann ist logischerweise diese Aufgabe falsch. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos angelangt, und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.